dieses Märchen soll ich dir glauben, Ludwig? Majestät, ich weiß nichts von diesem Hofwagen, ich schwöre. Bemühe dich nicht, Ludwig. Ich bin die einzige Frau, der du nichts zu schwören brauchst. Danke, Majestät. Ich glaube dir sowieso nicht. Aber, Majestät, ich weiß selbst nicht, wie von der Polizei mein Wagen um 4 Uhr früh vor dem Dom diagnostiziert werden konnte. Tja, leer wird er doch nicht hingefahren sein. Ich war es bestimmt nicht, Majestät. Wenigstens nicht du allein. Es ist mir ein Rätsel. Auch vor dem Kaiser könnte ich nichts anderes sagen. Na, den Kaiser wollen wir lieber damit nicht behelligen. Der versteht da keinen Spaß. Gott sei Dank macht mir der Polizeipräsident gerne eine Gefälligkeit. Er hat die Meldung zu deinem Glück nicht weitergegeben. Danke, Majestät. Das habe ich nicht deinetwegen getan. Sondern? Dem geheimnisvollen Passagier zu lieben, den du als Kavalier so standhaft verschweigst. Elisabeth, du bist so gütig. Und das nächste Mal, Ludwig, schick den Wagen nach Haus, bevor sich die Polizei einmischt. Majestät? Herr Leutnant, melde Gehorsams. Der Herr Leutnant soll seine kaiserliche Hoheit, den Erzherzog Ludwig, im Kammergarten erwarten. Seine Hoheit sind bei Ihrer Majestät. Danke. Leutnant Zauner, eine dienstliche Frage. Kaiserliche Hoheit? Kennen Sie eigentlich das Tanzetablissement Domain? Okay, kaum der Rede wert. So. Merkwürdig. Aber wenn kaiserliche Hoheit befehlen, kann ich meine diesbezüglichen Kenntnisse diensteifrig erweitern. Ich glaube, Ihre privaten Kenntnisse reichen schon aus. Danke. Ich könnte fast schwören, dass ich nie zum Dommeier gehe. Bemühen Sie sich nicht. Ich bin der Einzige, dem Sie nichts zu schwören brauchen. Danke, kaiserliche Hoheit. Ich glaube Ihnen sowieso nichts. Ja, aber ich gehe wirklich nie zum Dommeier. Das weiß ich. Sie fahren, noch dazu in meinem Hofwagen. Kaiserliche Hoheit haben ja seinerzeit gütigerweise genehmigt, falls nächtlicherweise kein ortsübliches Fahrzeug zur Gebote stehen sollte, den allerhöchsten Wagen zu benutzen. Ja, damit man Sie allein in Ihr Quartier bringt und nicht zu zweit zum Domherr. Soll nie mehr wieder vorkommen. Davon bin ich überzeugt. Wir fahren nämlich mit der kaiserlichen Familie nach Ischl. Oh, das ist aber fad. Was fällt Ihnen ein? Verzeihung, ich meine für die kaiserliche Familie. Ist ja nichts los in Ischl. Bessern Sie sich. Und das nächste Mal schicken Sie den Wagen zurück, bevor ihn die Polizei agnostiziert. Zu Befehl. Es war nämlich ein triftiger Grund. Ballett! Jawohl, aber kaiserlich-königliches Hofopernballett. Mehr Schwung, nicht so müde. Gehen Sie lieber weniger oft zu Domeier und schlafen Sie sich anständig aus. Anni. Bitte, meine Damen, Putz ist ja schließlich kein Dienstgrad in der kaiserlichen Armee, ja? So, es war mir ein Vergnügen. Wir verstehen, Putzi, es war eine Bestechung. Mhm. Für jedes Zucker eine Minute Pause. Für euer Solo Amoroso. Ach, endlich, Putzi. Was ist denn passiert? Etwas Schreckliches. Und mein Haar hätte es mich den Kopf gekostet. Wirklich? Auch interessant, erzähl. Der Erzherzog hat mich vorgenommen, weil ihm die Kaiserin eine Rüge erteilt hat. Und weißt du, was an allem schuld war? Nein. Unsere Fahrt mit dem Hofwagen zum Dommeier. Ach, fabelhaft. Deine Idee. Hat's dir vielleicht nicht gefallen? Leider, aber wenn ich gewusst hätte, dass das dabei herauskommt, also... Du musst dich jetzt zum Erzherzog? Nein, das habe ich dir erspart. Ach, geh. Das wäre doch das Interessanteste dabei gewesen. Ich weiß nicht, was wüsstest du immer von dem Erzherzog? Der hat einen riesen Zorn auf dich. Vielleicht ist mir ein Erzherzog mit Zorn eben lieber als ein Leutnant mit Zuckerl. Also ich muss schon bitten. So, die Zuckerl sind weg, Schluss der Pause. Siehst du, Putzi? Die Pflicht ruft. Ja, du hast gut. Du kannst hier herumhüpfen und ich muss verreisen. So? Ja, mit dem Erzherzog nach Ischl. Nach Ischl, Putzi? Hm? Wo der Kaiser und die Kaiserin hinfahren? Jawohl, auf Reibe der Dienst in der allerhöchsten Suite. Ach, du musst mich mitnehmen. Das weht mir noch. Du möchtest doch nur alle Leute verrückt machen. Alle Leute? Nein, höchstens die Männer. Hm. Die Erzherzöge, die Fürsten, die Prinzen, die Grafen, die Barone. Alle müssen sie ein bisschen verrückt werden. Na und ich? Du bist doch schon. Sehr richtig. Du, Anni, ich warne dich. Du musst dich auch hier tadellos benehmen. Der Hof hat schon ein sehr kritisches Auge auf dich. Ja? Also, bitte, benimm dich. Sonst gibt's eine Katastrophe.
glaube ich auch. Aber in Ischl. Kaiserwalzer. Ich finde nämlich, die Musik von Strauss ist so schön, dass man danach nicht nur tanzen, sondern auch singen sollte. Ja, aber zum Singen braucht man Worte. Die habe ich eben geschrieben. Und wissen Sie, Fräulein Böse, an wen ich dabei gedacht habe? Ja, an unseren Kaiser. An den auch. Ich wünsche dir immer viel Glück, immer ein Herz voll von Musik. Also wie gut die Worte zu der Melodie passen. Finden Sie? Auch bei der Musik kommt man doch ganz von selber in Schwung. Und da sagt man immer, dass Lehrer verknöcherte Menschen sind. Der beste Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist, sind doch Sie, Frau Lehrerin. Ja? Frau Lehrerin, wir sind schon alle da. Wir sind schon alle da. Nein, Sie eben noch nicht. Deswegen komme ich ja nachfragen. Oder ist vielleicht die Gesangsstunde ausgefallen? Nein, aber mir ist eben etwas eingefallen. Kommen Sie, Herr Kollege. Gern. Geh im Mopsfenster auf. Das wäre so gern zu. Jetzt werden die Kinder gleich das Gott erhalte singen und dann dauert es nicht mehr lang, dass unser Luisel da ist. Ja, was ist denn? Ja, was singen denn die heute? Von Anfang. Frohe Ferien wünscht Ihnen Ihr Rudolf Resinger. Ich finde das sehr nett vom Herrn Lehrer, dass er dem Fräulein Bichler zum Schulabschluss eine Torte schickt. Der wird schon wissen, warum. Wahrscheinlich, weil er Sie als Kollege sehr schätzt. Deswegen schickt man doch keine Torte. Ich habe ja auch Kollegen, die ich ein wenig schätze. Aber Torten habe ich noch keinen geschickt. Glaubst du, dass er verliebt ist, Vater? Habe ich schon in den Preis einkalkuliert. Wenn man so viel Geld ausgibt, muss man verliebt sein. Habe ich gleich einen guten draufgeschlagen. Ach, ich möchte auch einmal eine Torte kriegen. Aber Hasi, du kannst dir doch jeden Tag selber eine machen. Wenigstens lernst du was dabei. Aber nein, von einem Mann möchte ich eine kriegen. Du wirst gleich von mir eine kriegen, wenn du nicht sofort die Torten zum Fräulein Bichler in die Schule bringst. So, da waren wir. Ich? Na, da sind wir. Da sind wir. Das ist eh kein Wort. Tag. Oh, gesamte Diener, gleich her. Sagen Sie mal, meine Gute, was reden denn die Leute hier eigentlich für eine Sprache? Ja, Deutsch natürlich. Deutsch, so, das muss ja mal vorher gesagt werden. Haben Sie ein Zimmer für mich? Wenn der Herr bestellt hat. Das heißt bestellt. Ich bin abkommandiert zur Suite seiner Hoheit des Herzogs von Braunschweig, um allerhöchsten Geburtstag seiner Majestät zu feiern. Da sind zwei Zimmer bestellt. Ja, Sie meinen beschlagnahmt. Da ist in Ordnung, in Ordnung. Ja. Donnerwetter. Ist Ihr Gasthof Grüner Baum? Ich möchte mein Zimmer bitte. Ich bin die Anne Würer vom Hofe vom Ballett in Wien. Na, ja, Hauptmann Krause aus Berlin. Nun kann man nichts machen. Ich habe nicht gewusst, dass Sie jeden ja so viel Reizvolles zu bieten hat. So? Darf ich Ihnen behilflich sein? Bitte, vielleicht halten Sie meinen Hut. Aber selbstverständlich. Das ist ein prachtvolles Exemplar. Toller Wetter. Haben erst für einen gebleichten Löwen gehalten. Aber wenn Sie sagen, er ist Hund, dann selbstverständlich nicht so Hund. Herr Hoffmann scheint von der Kavallerie zu sein, dass Sie so viel von Tieren verstehen. Au contraire, meine Liebste, gerade Infanterie. Aber ich habe gleich bemerkt, Liebste, durch Ihre grazile Figur, dass Sie eine kunsttätige Dame sind. Ja? So? Na, ja, wir werden auch Gelegenheit haben, darüber zu plaudern. Da hoffe ich, charmant, selbstverständlich. Ich habe überhaupt sehr viel übrig für den Zauber der Montur. Ah. Bitte würden Sie so freundlich sein und sich um mein Gepäck kümmern. Aber selbstverständlich, ja? Wir Preußen auf Tiere sind ja immer galant, ne? Störe ich? Nein, nein, gar nicht. Ich bin schon fertig. Ach ja, und vielen Dank noch für die schöne Torte, Herr Resinger. Wenn sie Ihnen nur Freude gemacht hat. Eine große Freude. Unter uns gesagt, ich nasche nämlich schrecklich gern. Ich auch. Da würden wir ja großartig zueinander passen. Wirklich, Fräulein Luise. Ich meine natürlich nicht nur wegen der Torte. Ja, ich muss jetzt in die Klasse. Ach, eine Frage noch, Frau Wirtin. Ich bin nicht die Wirtin, bin nur die Pächterin. Riegler ist mein Name, bitteschön. Also schön, Frau Riegler. Kennen Sie zufällig einen Leutnant Zauner? Zauner? Woher soll er denn sein? Aus Wien natürlich. Aus Wien sind so viele Offiziere hier. Da kann man nicht an jeden kennen. Aber die Herren sind immer in der Konditorei Bachmeier. Oh, dort finde ich ihn schon. Grüß Gott, Kinder. Grüß Gott.
Setzen. Ja, jetzt kommen die Zeugnisse. Ja, der große Augenblick ist gekommen. Da hast du gleich deines. Yay, yeah, so viel Einser. Was? Ach, das gehört ja gar nicht dir. Das habe ich mir gedacht. Wenn morgen die großen Ferien beginnen, was werdet ihr dann machen? Ich helfe meinem Vater auf dem Feld. Brav, Greta. Na und du, Läusl? Ich geh fischen. So. Und du, Poldi? Ich geh baden. Und du, Christa? Ich gehe jeden Tag vor die Schule und schaue sie mir von außen an. Ja, warum denn? Ja, weil ich mich so freue, dass ich nicht hineingehen muss. Was, so ungern gehst du in die Schule? Ja, bitte, Frau Lehrerin. Ja, ja, und dann hast du im Zeugnis lauter Fünfer. Na, und die zwei Eins in Gesang und Turnen sind gar nichts. Vom Turnen allein kann man nicht leben. Ja, und der Herr Turnlehrer? Also, wenn ich nicht wüsste, dass Hoheit Hoheit sind, ich würde Hoheit niemals für Hoheit halten. Und wenn ich nicht wüsste, dass sie ein Leutnant sind, würde ich sie auch nie für einen Leutnant halten. Ja, aber wieso, ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ja, Sie. Hoheit. Wenn Sie die Uniform tragen, sind Sie vom Scheitel bis zur Sohle ein Zivilist. Ich weiß nicht, was die Frauen an Ihnen finden. Alles, was Sie suchen. Bitte, hinter meinem nicht ausgesprochen schön zu nennenden Gesicht verbirgt sich ein großes Herz. Ich habe heute meine Qualitäten mehr innerlich. Dann sollten Sie sich wenden lassen. Und sowas hat Glück bei Frauen. Ein K&K-Leutnant hat heute Glück bei Frauen. Ja, wenn er in meinem Hofwagen zum Domherr fährt. Haben kaiserliche Hoheiten noch einen Wunsch? Ein bisschen frische Luft schnappen. Ein paar Stunden Urlaub, bevor der Wirbel einsetzt. Also, Leutnant, servus. Hoheit, servus. Also, Kinder, nun singen wir noch gemeinsam ein Lied. Und welches? Also gut, den Kaiserwalzer. Stehen wir auf? Ja. Wir wünschen dir, lieber Ludwig, immer ein Herz voll von Musik. Lang ist und froh. Schluss für heute. Und morgen dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Wiedersehen, Gregor. Guten Morgen. Ja, bitte, Sie wünschen? Entschuldigen Sie, dass ich hier zugehört habe, aber das ist für mich als Wiener zu interessant. Das war doch eben eine Melodie von Johann Strauss. Ja, der Kaiserwalzer. Wiedersehen, Verlehrer. Wiedersehen. Habe ich ihn doch richtig erkannt. Ich habe gar nicht gewusst, dass der einen Text hat. Das haben Sie auch gar nicht wissen können. Der ist nämlich eben erst geschrieben worden von Rudolf Resinger. Rudolf Resinger? Ja, dem Lehrer unserer Schule. Aha. Gefällt er Ihnen? Ich kenne den Herrn Lehrer gar nicht. Ich bin erst heute aus Wien gekommen. Aber ich meinte doch den Text. Ach so, den finde ich sogar ausgezeichnet. Ich muss sagen, Herr Resinger ist mir sehr sympathisch. Ja, aber Sie sagten doch eben... Dass ich ihn nicht kenne, stimmt. Aber ich habe Sie durch ihn kennengelernt, das heißt durch seinen Text. Wiedersehen, Frau Lehrer. Wiedersehen. Man merkt, dass Sie aus Wien kommen. An der Aussprache? Mm-mm, an der Keckheit. Aber ich war doch gar nicht. Doch, keck und draufgängerisch wie ein Leutnant. Ja, ja, Leutnant sind eben. Aha, also habe ich doch richtig geraten. Ich bewundere Ihre Menschenkenntnis. In Zivil? Auf Urlaub. Ach so, ja, also ich muss jetzt gehen. Darf ich hier draußen auf Sie warten? Nein, also das geht nicht. Warum nicht? Ja, Sie sind auf Urlaub, aber ich bin im Dienst. Schade. Also dann auf Wiedersehen, Frau Lehrerin. Auf Wiedersehen, Herr Leutnant. Zauner. Wiedersehen. Leutnant Zauner. Herrschaften, wer kommt hier weg? Ist der nicht? Bitte, bitte. Ist der Name, alles in Ordnung? Danke, danke, vielmals. Wiener, pass es doch auf, schütten Sie doch nicht alles aus. So serviert man doch nicht in einem internationalen Lokal. Die Herrschaft hat mir den Kaffee mit Schlag bestellt, kein Fußbad. Herr Bachmann, es ist so viel Betrieb, seit der Hof wieder da ist. Man kommt gar nicht nach. Ja, ja, zutzen Sie nicht so viel, machen Sie das sauber und bringen Sie den Kaffee. Nicht so viel Zucker, Sachen sind süß genug, tummeln Sie sich. Der Oberleutnant wartet auf den Kaffee. Hasi!
Asi, so komm doch endlich. Kannst du die Mädel nicht alles allein machen? Oder soll ich vielleicht selber servieren? Ja, ich bin noch nicht fertig mit der Pistaziencreme, Vater. Der richtige Geschmack fehlt. Ich bitte dich, plag dich doch nicht so. Diese Feinheiten versteht doch höchstens von Hunderten einer. Eben, aber auf den kommt's doch an. Das ist köstlich. Das ist deliziös. Ein Gedicht. Ich bin schon bei der dritten Strophe. Gut. Und wenn ich nur wüsste, was in dem Gedicht alles drinnen ist. Schokolade, Mandeln und noch etwas. Weiß schon. No? Nein, ist es auch nicht. Auch nicht. Pardon. Potschke, das ist meine Torte, da gibt's kein Pardon. Jetzt hab ich's. Was? Pistazien. Pistazien? Pistazien aber. Herr Bachmeier. Bitte, Herr Leutner. Mein Respekt. Was dieser eine Löffel Pistazien in der Creme ausmacht? Das freut mich sehr, dass Sie das herausgefunden haben. Sind ein Gourmand, Herr Leutnant, beinahe ein Fachmann. Eigentlich sind wir ja Kollegen. Nein, wir sind keine Kollegen. Ich war nie beim Militär. Über Plattfies. Ja, aber wir Zauner sind schon 200 Jahre Bäcker. Wir starten Leopold und Josef Zauner, Großbäckerei, Konditorei und Patisserie in Wien, Wiener Hauptstraße 87. Ich bin der Sohn vom Leopold. Der Sohn von Leopold, das freut mich sehr. Na, wieso sind Sie dann beim Militär? Naja, was hätte ich machen sollen? Die Frau Mama hat so wollen. Aber ich interessiere mich natürlich für den Beruf. Das freut mich, das freut mich. Oh. Vater, die Creme wird und wird nicht fest. Das Fräulein Tochter? Ja, das ist mein Mitzer, mein Hasi, und das ist der junge Zauner. Auch ein Bäckerkind, von dem kannst du was lernen. Ein bisschen Sachkenntnis könnten Sie ihr beibringen. Beibringen? Aber mit dem größten Vergnügen, wenn es der Herr Papa toleriert. Herr Bachmeier. Entschuldigen Sie, bitte. Zauner, Leopold und Josef Zauner, Großbäckerei, Konditorei und Patisserie in Wien, Wiener Hauptstraße 87. Freue mich sehr. Wollen Sie sich unsere Bäckerei anschauen? Ja, bitte. Bitte sehr. Schau dir an, den Schürzenjäger, wie der schon wieder anbandelt. Lass ihn. Dabei versäumt er das Interessanteste. Wieso? Da. Die ist ja reizend. Siehst du, das nenne ich Rasse. An was erkennst du das? An den Dings da. Was für einen Dings da? An den Fesseln. Als Veterinär müsstest du doch wissen. Nein, ein Tierarzt, mein Lieber, der schaut aufs Gebiss, wenn er wissen will, wie er dran ist. Sag mal, Ines, warum jagen Sie mich eigentlich so kreuz und quer durchs Gelände? Suchen Sie was Bestimmtes? Meinen Putzi suche ich. Putzi? Was wollen Sie, noch einen Hund? Sie haben doch einen zückenden Bettvolley hier. Putzi ist ja gar kein richtiger Hund. Aber ein Windhund ist der. Ich verstehe. Ja, ich kann Ihnen genau sagen, wo der Fehler liegt. Das werden wir gleich haben. Die Uniform. Liebes Freier Mitzel, für einen Zauner ist die Kochschürze auch eine Uniform. Ist die Ende meiner Herrschaft mein Kompliment? Kann ich dienen? Eine Schale Braun, eine Schale Gold? Gold? Wieso? Sind wir im Juwelierladen? Oder im Kaffeehaus? Wir möchten etwas Jaus nennen. Darf ich einen Kapuziner bringen? Ich will ja nicht beichten. Wir wollen Kaffee trinken. Na, reden Sie doch gleich Deutsch, Herr. Hauptmann, müssen wir noch sehen, nicht, Sie alter Diener. Na, ich bin kein alter Diener, ich habe Plattfüße, ich war nie beim Militär. Plattfüße, das sind ja so dick, wer hat Sie so aufgepustet? Also. Meine Panzer und meine Kipferl. Moment, möchten Sie auch Gepäck? Wieso, ich will ja nicht verreisen, bin ich gerade erst angekommen. Nein, die Gegend meint, ob Sie dazu etwas eintunken wollen. Ach so, Gepäck, ja. Gepäck, ja, natürlich. So, ein Panzer, ein Striezel, ein Kipferl, ein Wickel. Es ist alles gut. So, dann bringen Sie so ein, aussprechen kann ich, auch nicht kann ich es essen. Ein Glück, dass ich alle Sprachen spreche. So, und jetzt passen Sie auf. Ja, Sie sind wirklich ein Meister. Zauner, angeboren. Bitte. Kosten. Großartig. So. Jetzt gebe ich die Creme aber gleich auf die Torte. Aber Fräulein Mitzel, das Wichtigste kommt doch noch. Ja, was denn? Ein paar Rosinen haben schon viel ausgemacht. Oft fehlt nur eine kleine Kleinigkeit. Ein paar Rosinen haben manchem Glück gebracht in einer Herzensangelegenheit. Genauso wie dem Pärchen im Zuckerbäckermärchen. Ein Zuckerbäcker und eine Zuckerbäckerin, die haben eine Zuckerbäckerei. Und wenn sie ihm was Süßes gibt, da ist er so verliebt, verliebt, der Zuckerbäcker in seine Zuckerbäckerin. Sie sind ja noch im Honigmond, die zwei. Sie sind gewiss im Paradies, für sie ist alles zuckersüß. Zu Haus, zu Haus, wählen sie den schönsten Kuchen aus. Zu Haus, zu
dann suchen Sie die Besten. Dann suchen Sie die Größten, die herrlichsten Rosinen aus. Sie waren so glücklich und dem Süßen und Verstand versalzten Sie so manchen, manchen Brei. Sie waren so glücklich, drum ist alles angebrannt. Sie merkten nichts und küssten nur dabei. Auf jede Hochzeitstorte, da schrieben sie die Worte. Ein Zuckerbäcker und eine Zuckerbäckerin, die haben eine Zuckerbäckerei. Und wenn sie ihm was Süßes gibt, da ist er so verliebt. Verliebt der Zuckerbäcker in seine Zuckerbäckerin. Sie sind ja noch im Honigmond die zwei. Sie sind gewiss im Paradies, für sie ist alles Zucker. Florian! Florian! Zu Haus, zu Haus. Wählen Sie den schönsten Kuchen aus. Ja, dann suchen Sie die Besten. Dann suchen Sie die Größten, die herrlichsten Rosinen raus. Ha! Die Anni. Ich habe auf dich gewartet. Genau so siehst du aus. Ja, aber das liebe Fräulein hat nämlich nicht den richtigen Geschmack gehabt. Das Gefühl habe ich auch. Eben, nämlich Winterpistazien. Und dann hat doch jemand umrühren müssen und die Rosinen habe ich hinein. So, so. Und das ist also der schwierige Dienst bei der kaiserlichen Suite. Aber und deshalb hast du mich in Wien sitzen lassen, dich nach Ischl mitgenommen. Ich werde dir deine Nachschaftlichkeit schon auftreiben. Schrei nicht mit mir. Du, jetzt gibt's einen Skandal. Ich habe dich die ganze Zeit gewarnt. Bitte sei vernünftig. Ich bin nicht vernünftig. Ich war noch nie vernünftig. Außer unter einer einzigen Bedingung. Ja. Du stellst mich morgen deinem Erzherzog vor. Nur über meine Leiche. Ich frage dich zum letzten Mal, ja oder nein? Nein? Gut. Dann gehe ich eben auf eigene Faust zum Erzherzog und er soll die ganze Wahrheit über dich hören, und zwar von mir. Adieu! Aber Putin. So, das wäre erledigt. Dem habe ich's gegeben. Pardon, Herr. Nicht ist es belieben, durch unzusammenhängende Äußerungen mich vollkommen zu verwirren. Wem haben Sie was gegeben? Na, meinem Putzi, dem Windhund. Sagen Sie ehrlich, Herr Hauptmann, bin ich eine Frau, die man mit dem erstbesten Küchenmädchen betrügt? Das wäre ja ein tolles Ding. Wie ist es auch? Wenn Sie gestatten, mein Nächster, wenn ich mich in Ihre Angelegenheit einmische, werde ich mich mit diesem Herrn Putzi duellieren. Ach, Sie sind wirklich reizend, Herr Hauptmann. Mach mich überglücklich. Komm, Florian, jetzt gehen wir. Sowieso im Sauerladen. Hast du das jetzt gesehen? Diese herrlichen Zähne? Woher denn? Du hast mir doch gerade gesagt, ich soll auf die Fiese schauen. Ich glaube, Herr Veterinär, wenn wir die Dame überhaupt ein bisschen genauer betrachten. Habt ihr alle feste Schuhe und Proviant mit? Ja! Die Nähte kriegst du schon von den anderen raus, weil ich dann nicht früher alles weg ist. Na, wegen des Essens braucht ihr euch keine Sorgen machen. Meine Tante hat mir schon ein paar gute Sachen für euch mitgegeben. Bitte herein. Was wird Sie wünschen? Ja, ich wollte... Aber Sie können doch nicht hier... Kinder, wartet draußen im Schulhof. Ja, wir marschieren gleich ab. Herr Leutnant, Sie können doch nicht hierher kommen. Ich wollte Sie wiedersehen. Aber doch nicht hier in der Schule. Wo ist mir egal. Herr Leutnant, ich bin Lehrerin und wenn Sie hier jemand sieht, das müssen Sie doch verstehen. Dann entschuldigen Sie. Auf Wiedersehen, Frau Lehrerin. Ja, und bitte, wir haben es vergessen, wo wir hin? Über den Kaiserweg zur Schoberwiese, Christa. Ja. Bin ich doch ein Eslein, dann bin ich im Gräslein. Schlupfe mit dem Näslein, das wär fein, Esel möchte ich sein. So sitz ich auf den Stuhlen, tagtäglich in der Schule, muss rechnen, lesen, schreiben und lese so gern bleiben. Doch dann bin ich ein Eslein, trotz Röcklein und trotz Höslein, und das wird kein Späßlein, nein, 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 will kein Esel sein. Manchmal denk ich, hip und her, hip und her, hip und her. Ach, wenn ist das Lernen schwer, wenn ich noch was anderes wär. Bin ich noch ein Rehlein, hüpfig mit dem Zählein, in das grüne Kleelein, das wär fein, Rehlein möcht ich sein. So sitz ich auf dem Stuhl, tagtäglich.
die Kinder schuren, muss rechnen, lesen, schreiben und Liesel suchen bleiben. Doch da flieg ich ein Eslein, trotz Röcklein und trotz Füßlein, und das wird mein Spießlein, nein, 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 will kein Esel sein. Seid ihr alle da? Ja, Kinder, kommt, ich habe euch was mitgebracht. Sagen Sie, wie kommen Sie denn dazu? Seht ihr, meine lieben Kinder, die Frau Lehrerin will, dass ich euch erzähle, wie ich dazu komme. Das ist ganz einfach. Ich war doch heute bei euch in der Schule vormittag. Ja. Da hat mir die liebe, gute Frau Lehrerin gesagt, dass ich heute Nachmittag hierher kommen soll. Ich? Damit ich euch die guten Zuckerl geben kann, weil ihr so brav wart. Also. Die Frau Lehrerin denkt eben immer nur an euch. Geht euch schön bei ihr bedanken. Hm? Danke! Bedankt euch nur bei dem Herrn hier. Danke! Tja, Kinder, ich wüsste schon, wie ihr mir danken könnt. Ja, wie? Wenn ich mit euch heimgehen darf. Ja, natürlich darfst du, Onkel. Da müsst ihr aber erst die Frau Lehrerin fragen. Nicht nur Frau Lehrerin, der Onkel darf mit uns heimgehen. Ja, ja, ja. Man sollte den Kindern am letzten Schultag einen so bescheidenen Wunsch nicht abschlagen. Na schön. Danke für die Kinder. Heute ist mein Einkommen ja noch bescheiden, wenn auch auskömmlich. Aber in 5 Jahren bin ich Oberlehrer und wenn ich Glück habe, in 15 Jahren vielleicht Schuldirektor. Ja, aber warum erzählen Sie mir denn das, Herr Lehrer? Ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert Sie es. Ja, es interessiert mich nicht nur, es freut mich auch. Aber wenn ein Brief ankommen soll, Herr Lehrer, da muss er auch richtig adressiert sein. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Frau Riegler. Aber ich verstehe, was Sie meinen, Herr Lehrer. Der Hans. Dank dir schön. Aber eigentlich gibt doch ein Kavalier seine Blumen einem Mädchen. Ach so? Ja, und zwar dem Mädchen, das er am liebsten hat. Passt? Frau Hausgrätzl. Danke, Leute. Aber Herr Leutnant... Sind Sie mit meinem Unterricht nicht zufrieden? Na ja, ein bisschen sehr fortschrittlich und jedenfalls zu früh. Das kann man nie zu früh zeigen, wenn man jemand lieb hat. Bitte. Danke. Herrlich ist es hier. Ja, das sagt unsere Kaiserin auch immer. Kommt denn die Kaiserin hierher? Fast täglich, wenn sie ausreitet. Du lieber Gott. Doch die Welt ist. Man kann sich gar nicht satt sehen. Ihre Majestät werden in Ischl schon erwartet. Tja, immer wenn es am schönsten ist, dann muss man nach Hause. Kaiserin, unsere Schuhe an ihr auf dem Pferd. Die Kaiserin! So ein Glück. Kinder, Kinder, kommt alle her. Entschuldigen Sie. Ja, aber Herr Leutnant, wenn Sie der Kaiserin hier begegnen, dieser Zufall wäre doch von großer Bedeutung für Ihre ganze Karriere. Eben deshalb. Merkwürdig. Kinder, wir wollen etwas für die Kaiserin singen. Was singen wir? Kaiser! Also schnell, stellt euch auf. Schnell, schnell. So, seid ihr alle am Platz? Hast du? Danke. So, 1, 2. Wir wünschen mir immer nur Glück, immer ein Herz voll von Musik. Lang bist du von Musik.
war wirklich wunderschön. Hoch die Kaiserin! Hoch die Kaiserin! Sie können sehr stolz sein auf Ihre Kinder. Majestät sind sehr gütig. Was war das eigentlich? Geklungen hat es wie von Strauß. Ja, das war auch von Strauß, Majestät, der Kaiserwalzer. Aber Sie haben ja einen Text gesungen. Ja, unser Lehrer, der Herr Resinger, hat ihn gedichtet aus Begeisterung. Eine originelle Idee. Sonst hat man doch die Walzer immer nur von Orchestern gespielt. Ja, die schönsten Instrumente macht halt immer noch der liebe Gott. Das ist ein wunderbarer Beruf, wenn man mit solchen Instrumenten zu tun hat wie Sie, liebes Kind. Es macht mir auch viel Freude, Majestät. Haben Sie schon Ferien? Ja, seit heute, Majestät. Die Eltern brauchen jetzt die Kinder für die Ernte und im Geschäft. Das hier sind lauter kleine Ischler. Schön. Da habe ich eine Idee. Wollen Sie nicht mit Ihren Kindern zum Geburtstag dem Kaiser den Kaiserwalzer vorsingen? Oh, Majestät, das wäre für uns alle eine große Ehre. Na, und den Kindern wird es doch sicher auch Spaß machen. Ja! Wie heißt du denn? Ich heiße Franz wie der Kaiser. Ich heiße Josef auch wie der Kaiser. Und wollt ihr nicht einmal zum Kaiser und zu mir auf Besuch kommen? Naja, von mir aus kriegen wir auch Schokolade. Oh, Majestät, müssen gnädigst entschuldigen. Aber meine Liebe, ich habe doch selber drei Kinder zu Hause. Solange sie nur Schokolade wollen, ist es nicht so schlimm. Auf Wiedersehen. Hoch liebe die Kaiserin. Was? Ein Ausreißer. Die Kaiserin war so huldvoll, sie hätten sich wirklich nicht zu verstecken brauchen. Und das war ja nicht wegen der Kaiserin, aber der Kaiser ist zu pedantisch. Wie wir uns das erste Mal gesehen haben, war ich richtig im Urlaub. Aber jetzt hätte ich zivil gar nicht tragen dürfen. Mir scheint, Ihnen macht Spaß, was verboten ist. Was für eine Lehrerin alles weiß. Ach, verzeihen die Herrschaften, wenn ich Sie hier auf grüner Flur anspreche. Herr Forstmeister, ich hätte gerne eine Frage. Ja. Der Herr ist auch Offizier, das ist Leutnant Zauner. Angenehm, Hauptmann Krause. Ja, ich habe gehört, dass die, Ihre Majestät, die Kaiserin hier jeden Tag spazieren reitet. Ja, da sind Sie um ein paar Augenblicke zu spät. Die Kaiserin war heute schon hier. Aber wenn Sie dort hinunterlaufen, können Sie abkürzen und die Kaiserin vielleicht noch sehen, wenn sie durch das Wäldchen reitet. Vielen Dank, Kamerad. Hauptmann! Da! So, wieder ein Tag um. Gute Nacht, Herr Hausmeier. Gute Nacht, Zusperr nicht vergessen. Du, Hasi, lösch die Lichter aus und rauch die Torten in die Speiskammer. Darf ich Ihnen helfen? Habe ich mich jetzt erschrocken. Sie sind da? Ja, ich. Ja, dann muss ich ja gleich wieder aufsperren und Sie hinauslassen. Bitte nein, ich habe mich so drum bemüht, mich hier einsperren zu lassen. Weil Sie Angst haben vor Ihrer Braut. Aber wo? Oder haben Sie vielleicht genascht? Nein, noch nicht. Bin so frei. Was wollen Sie denn eigentlich? Frau Mitschi, ich muss Ihnen etwas sehr Wichtiges sagen. No? Die Anne ist nämlich gar nicht meine Braut. So? Nein, die hat doch ihren Kopf immer nur bei der Karriere und beim Ballett. Und mich interessiert das Ballett überhaupt nicht. Warum erzählen Sie mir das eigentlich? Naja, weil, also wie ich Sie das erste Mal hier gesehen habe, bin ich gleich auf den richtigen Geschmack gekommen. Auf die Torten? Naja, auch. Aber das gehört doch zusammen. Die Torten sind doch so süß wie Sie. Und auf Sie kriegt man einen Gusto wie auf die schönste Torten. Da kann man doch nie genug bekommen. Mitzel. Aber Herr Leutnant. Hasi, hast du was zerschlagen? Kring dich nicht, Chef. Sie? Ja, ich. Bitte, Herr Bachmeier, das hat sich nur so angehört. Es ist nichts passiert. Aber es wird gleich was passieren. Glauben Sie, meine Tochter ist so eine Hergelaufene? Und wenn sie es wäre, würde ich sie jetzt hinausschmeißen. So kann ich aber jemanden anderen hinausschmeißen. Ja, wie reden Sie denn mit mir? Ich bin kaiserköniglicher Offizier. Na, was geht das mich an? Ich bin Blattfies. Ich war nie beim Militär. Das ist wirklich ein Irrtum, Vater. Der Herr Leutnant hat den Ausgang nicht gefunden. Na, vielleicht findet er ihn jetzt. Ach so. Frau Mitzel? Herr Bachmeier? Grüß Gott. Da hinten ist noch offen. Du gehst am Rande einer riesen Watsche spazieren. Vater, er ist ein so lieber Mensch. Und du wirst sehen, Oberleutnant wird er auch bald werden. Oberkellner kann er bei mir werden. Aber vom Geschäft versteht er doch auch etwas. Naja, vielleicht wird er einmal ein ganz guter Zuckerbäcker. Bachmeier und Zauner. Klingt nicht schlecht, was? Guten Tag, normalerweise trinke ich sonst vormittags niemals Alkohol. Aber ich glaube, heute war der Anlass dazu feierlich genug, ja? Ja, das glaube ich. Also so klein war er. Prost. Auf Ihren Sieg. Wie ich Sie das erste Mal gesehen habe, habe ich gleich gewusst, dass Sie ein Kavalier sind. Ach, gnädigste. Nur weil ich so mit Ihnen fühle,
Deswegen darf ich mir vielleicht noch einige persönliche Fragen erlauben, ja? Sagen Sie, hat dieser sagenhafte Putzi noch einen richtigen Namen? Hm? Natürlich, Leutnant Zauner heißt er. Wie sagten Sie, Zauner? Ja, kennen Sie ihn? Ja, es fällt mir ein, den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Aber die Dame habe ich kennengelernt, die Sie auf dem Kicker haben. Bitte sprechen Sie nicht von dieser Zuckerbäckerin. Zuckerbäckerin? Ich hatte eher den Eindruck, dass sie so eine Art Lehrerin ist. Denn sie führt den ganzen Hasenstein mit sich. Was sagen Sie da? Fräulein Annie, es tut mir sehr leid, Ihnen Kummer bereiten zu müssen. Aber dieser werte Herr Zauner, der scheint ja ein sehr reich entwickeltes Privatleben zu führen. Ich habe ihn nämlich durch Feld und Wald streichen sehen, possierenderweise. Übrigens mit einer sehr leckeren Blondine. So, na warte. Herr Hauptmann, es ist nur eine Frage der Zeit, wann es zum Skandal kommt. Wissen Sie, was ich jetzt tue? Keine Ahnung, was machen Sie denn? Ich gehe zum Erzherzog und er muss ihn disziplinieren, degradieren, füsilieren, pensionieren, alles, was es gibt. Sonderwetter, ich bewundere Ihr Temperament, gnädigste. Der soll mich kennenlernen. Wer denn, der Zauner? Aber nein, der Erzherzog. Die Kaiserin hat wirklich an meinem Text Gefallen gefunden. Sehr. Zu seiner Majestät Geburtstag sollen die Kinder den Kaiserwalzer vorsingen. Ich freue mich so, Fräulein Luise. Und ich freue mich für Sie. Fräulein Luise, wenn alles so kommt, wie ich es mir gedacht habe, wozu soll ich viele Worte machen? Sie wissen ja... Oh, ich schätze Sie und Ihre Freundschaft und wir werden uns besondere Mühe geben. Ja, aber jetzt muss ich mich um die Wirtschaft kümmern. Meine Tante wartet schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kaiserliche Hoheit. Nehmen Sie Platz, bitte. Womit kann ich dienen, meine Gnädigste? Ich bin vom K&K Hofopernballett. Ah, Sie sind mir gleich so bekannt vorgekommen. Ja, wirklich? Im Höllenballett vom Helmesberger bin ich der kleine Teufel mit dem langen Schwanz, der mit der Höllengabel so aufgetreten ist im ersten Akt. Können Sie sich erinnern, Kaiserliche Hoheit? Und was kann ich für Sie tun? Behandelt Sie jemand schlecht vom Ballett? Nein, vom Ballett nicht. Aber Ihr Adjutant, Kaiserliche Hoheit, Leutnant Zauner. So ein Hallodri. Hätte ich mir gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Lässt mich einfach in Wien sitzen und vergnügt sich hier mit anderen. Als ob ich überhaupt nicht auf der Welt wäre. Sicher, nur aus Kummer, weil Sie nicht da waren. Mein Gott, vielleicht eine kleine Unterhaltung bei der Kurmusik oder in der Konditorei oder... Ach, Kaiserliche Hoheit spielen bestimmt auf diese kleine Zuckerbäckerin an. Ach, darüber kann ich nur lächeln. Naschereien hat man bald satt. Ich sehe, Sie kennen die Männer. Ach, man macht so seine Erfahrungen, Kaiserliche Hoheit. Aber bitte... Sagen Sie mir mal Ihre Meinung über Herrn Leutnant Zauner, der sich in leichtsinnigster Weise auch noch mit einer anderen Frauensperson eingelassen hat, die es bestimmt sehr tragisch nimmt. So. Ja, mit einer Lehrerin. Also bitte, was sagen Sie dazu, Kaiserliche Hoheit? Was ich dazu sage? Ich sage gar nichts dazu. Aber sagen Sie, woher weiß man? Ach, man hat so seine Beziehungen. So etwas spricht sich herum. Das höre ich gar nicht gern. Sehen Sie, das habe ich gewusst, Kaiserliche Hoheit. Ach, Sie müssen alles tun, damit diese arme Lehrerin nicht unglücklich wird. Ich glaube, es geht Ihnen viel weniger um das Unglück der Lehrerin, als um Ihr Glück. Kaiserliche Hoheit. Und Glück heißt doch bei einer Balletttänzerin Karriere. Wie Kaiserliche Hoheit mich verstehen? Das lernt man eben. Wenn Sie zum Beispiel Solotänzerin würden. Wirklich, Kaiserliche Hoheit? Ich würde mich sehr bemühen, Sie für den Ärger zu entschädigen, den Sie durch Leutnant Zauner erleben mussten. Kaiserliche Hoheit wissen gar nicht, wie dankbar ich sein könnte. Oh doch. Vor allem weiß ich, dass eine junge Dame, die demnächst zur Solotänzerin ernannt werden soll, alles vermeiden wird, was vorher allzu sehr die Aufmerksamkeit auf Sie zieht. Auf Sie und einen kaiserlichen Offizier. Wir haben uns doch verstanden. Vollkommen, Kaiserliche Hoheit. Wirklich, Kaiserliche Hoheit, sind zu charmant. Na also, alles in Ordnung. Wenigstens für den Zauner. Na, Herr Bachmeier, wie habe ich das gemacht? Wollen wir uns wieder vertragen? Aber es bleibt dabei. Hm? Alle Süßigkeiten, alle Torten werde ich liefern zu Kaisers Geburtstag. Also die Konkurrenz, die wird zerspringen. Wie haben Sie das fertig gebracht, Herr Leutnant? Ganz einfach. Ich habe dem Haushofmeister gesagt, dass Sie alles um 10% billiger liefern als die Konkurrenz. Da sind Sie nicht normal, sagen Sie? Für mein Geld machen Sie sich wichtig und tüchtig? Herr Bachmeier, das wird Ihnen doch 10% wert sein. Was denn? K&K Hoflieferant. K&K Hoflieferant. Herr Hauptmann, Hasi! Hasi! Hasi, komm her. Du wirst die Tochter eines K&K Hoflieferanten. Schade, dass sie nicht die Gattin eines K&K Leutnants wird. Nur langsam, Sie Erpresser. Vater. Sagen Sie, Sie sind ein sehr netter Mensch.
aber ein miserabler Geschäftsmann. Ja, wieso denn? 10%. Super. Ja, na, hören Sie, können wir das nicht billiger machen? Die bei Hof haben doch eh keine Ahnung. Herr Bachmeier. Zuerst Hoflieferant und dann... Werden Sie es denn schaffen? Keine Angst, Frau Nitzerl. Ich habe bei Hof einen sehr einflussreichen Freund. Ja? Der macht, was ich will. Wirklich? Wenn ich mache, was er will. Ja, die Liebe ist so wunderschön, wenn sich zwei wie wir so gut verstehen. Reiche mir deine kleine Hand und führe mich ins Märchenland. Ja, die Liebe ist so wunderschön, wenn sich zwei so gut wie wir verstehen. Reich mir deine kleine Hand und führe mich ins Märchenland. Wenn am Himmel dann die Sternlein stehen und wir beide eng umschlungen gehen, kommt als wunderschöner Schluss der erste Kuss, der erste Kuss. Wenn am Himmel dann die Sternlein stehen und wir beide eng umschlungen gehen, kommt als wunderschöner Schluss der erste Kuss, der erste Kuss. Ja, die Liebe ist so wunderschön, wenn sie zwei wie wir so gut verstehen. Reich mir deine kleine Hand und führe mich ins Märchenland. Wenn am Himmel dann die Sternlein stehen und wir beide eng und schlungen gehen, kommt als wunderschöner Schluss der erste Kuss, der erste Kuss. Und noch ein Kuss, und noch ein Kuss. Sag, und du denkst wirklich nicht mehr an die Ami? Aber mit Zettel. Na ja, weißt, der Vater sagt halt immer, an Leutnant darf man nie recht trauen. Aber mir schon. Komm, setzen wir uns. Schau, Mitzel, ich bin ja sozusagen ein Leutnant wider Willen. Und schuld daran ist nur die Rosa. Wer ist denn schon wieder die Rosa? Na, mein Pferd, die hat mich zum Leutnant gemacht. Ja, die ist in der Schlacht bei Vitessa mit mir durchgegangen. Du, auf einmal war ich mitten unterm Feind. Also wenn ich an diese panische Angst denke. Die du gehabt hast. Auch, aber in erster Linie der Feind. Die Kompanie ist sofort nachgestürmt und schon war die Schlacht gewonnen. So mutig hast du gekämpft? Na, ich nicht, die anderen. Die Rosa hat mich ja nicht lassen. Die ist ja mit mir auf und davon. Und wie du zurückgekommen bist, haben sie dich als Helden gefeiert. Und zum Leutnant gemacht, weil die Rosa das Kommando zum Angriff gegeben hatte. Aber bei der Rosa hast du dich revanchiert. Das glaube ich, die habe ich 8 Tage nicht angeschaut. Damit sich das Luder merkt, dass man mit mir sowas nicht machen kann. Na, erst, wo komme ich denn da hin? Die ist im Stande und macht mich zum General. Luise, ich möchte Ihnen für diesen wundervollen Nachmittag danken. Ach, da gibt's doch gar nichts zu danken. Doch, man erlebt nicht jeden Tag so viel Schönes. Aber in Wien ist es doch sicher auch sehr schön. Sicher? Aber da gibt es nicht Sie. Wollen Sie mich nicht einmal besuchen kommen? Besuchen? Aber... Ich möchte mich doch revanchieren. Sie haben mir Ischl gezeigt, ich möchte in Wien zeigen. Wien ist herrlich. Aber wie schön würde Wien erst sein, wenn Sie dort sind. Sicher genauso schön, wie es jetzt ist. Bestimmt. Aber nicht für mich. Ich möchte einmal mit Ihnen nach Schönbrunn fahren, in die Oper gehen und nachts zum Domherr, wo der Strauß dirigiert. Der ist ein Zauberer. Seine Musik sagt alles, was man selbst sagen möchte. Und der andere weiß alles, ohne dass man ein Wort rede. Ich liebe seine Musik. Es ist so schön, nach ihr zu tanzen. 1000 Paare tanzen dazu. Aber jeden Abend gibt es vielleicht nur ein Paar, für das bedeutet dieser Walzer noch mehr. Eine ganz große Liebeserklärung. Sehen Sie, Luise, und deshalb möchte ich mit Ihnen einmal einen Straußwalzer tanzen. Das wäre schön. Glückliche Menschen. Die können der Stimme ihres Herzens folgen. Aber das kann doch jeder, wenn er wirklich will. Wenn man Sie das so sagen hört, könnte man wirklich glauben, dass es möglich ist. Alles ist möglich. Vielleicht haben Sie recht. Schauen Sie, die beiden dort hatten es nicht einfach, wahrlich nicht. Ich kenne sie. Und sie haben es doch erreicht und sind glücklich. Ich beneide Sie.
Ja, aber jetzt muss ich gehen. Oh, sehe ich Sie morgen wieder? Ja, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich bin morgen mit den Kindern in der Kaiservilla. Dort werden wir dem Kaiser zu seinem Geburtstag den Kaiserwalzer vorsingen. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert. Nicht länger als bis zum Abend. Da haben auch alle Offiziere Dienstfrei und bei Bachmeier trifft sich sozusagen Ischl und Wien. Wollen wir nicht dort miteinander einen gewissen Walzer tanzen? Ja, ich weiß noch nicht, ob mich nicht die Schule braucht oder meine Tante. Ja, also wenn es geht, dann... Dann feiern auch wir zwei für uns Kaisers Geburtstag. Ja. Kaiserliche und königliche apostolische Majestät, unser geliebter Kaiser und König Franz Josef I. Erlebe hoch! 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 Ihnen sehr, mein liebes Fräulein. Sie haben Ihre Sache ganz ausgezeichnet gemacht. Majestät, wir alle, die Kinder und ich, werden diesen Tag nie vergessen. Auch wir nicht. Die Kinder haben uns mehr erfreut als die vielen anderen Huldigungen aus der ganzen Welt. Wenn Sie einmal eine Hilfe brauchen, dann kommen Sie zu mir. Oh, Majestät. Meine Leute in Wien wissen schon, alles, was aus Ischl kommt, interessiert mich. Und da geht es dann ganz rasch, sogar bei Hof. Da darf man ja direkt gratulieren. Danke. Sag mal, wie haben Sie das geschafft? Oh Gott, man hat seine Verbindungen mit meinem zukünftigen Schwiegersohn. Der hat nämlich einen großen Einfluss bei Hof. Ah, da darf man ja doppelt gratulieren. Wer ist denn der Jüngliche? Ein Leutnant. Leutnant? Na, lieber Freund, ein Leutnant ist an der Kostspiele angelegt. Na, das kann ich mir doch leisten. Ich meine, bei vorsichtiger Schätzung kann ich mir ein gutes Dutzend Zauner leisten. Wie sagten Sie eben, Zauner? Ja. Zauner? Ja, vom Leopold. Na, ich denke, die Sache schon längst aus. Wieso aus? Das fängt jetzt erst an. Seien Sie mal nicht böse, ich mische mich ja prinzipiell nicht in fremde Angelegenheiten. Aber fassen Sie sich, lieber Freund. Ihr Schwiegersohn ins B ist bereits verlobt. Also bitte, Herr Hauptmann, bitte erzählen Sie mir das.
Zauner sprechen? Schon wieder? Ein Augenblick. Danke. Womit kann ich dienen? Ich wollte gerne Herrn Leutnant Zauner sprechen. Na ja, das... Ich habe ihn gestern gesprochen und ich wollte ihm nur sagen, dass ich heute Abend frei bin. Bitte, wen haben Sie gesprochen? Na, den Leutnant Zauner. Sie kennen ihn doch. Na ja... Wenn Sie mir einen Anhaltspunkt geben, wie der aussieht? Ja, sehr nett. Er ist groß und dunkel, breitschultrig. Er imponiert schon sehr. Der Zauner? Ja, der Leutnant Ludwig Zauner. Ja, der Ludwig. Jetzt weiß ich, wen Sie meinen. Hat er heute Dienst? Ja, nein, nicht direkt. Das heißt, der ist ja total verreist. Ach so, plötzlich? Ja, das geht oft rascher, als man denkt. Hat er Unannehmlichkeiten im Dienst gehabt? Noch nicht. Bitte? Ich meine, nicht doch. Ja, wann kommt er denn wieder? Tja, das lässt sich mit bestem Willen nicht abschätzen. Vielleicht bald, vielleicht fast überhaupt nicht. Wissen Sie, am besten wäre es, Sie würden sich schriftlich an ihn wenden. So, danke. Das tue ich bestimmt nicht. Hoheit, erwarten den Herrn Leutnant zum Tagesbericht. Danke. Der wird staunen. Ah, Sie? Ja, Vater? Eigentlich wollte ich dir diese Aussprache ersparen, aber du hörst ja nicht auf deinen Vater. Du wirst also wirklich diesen Leutnant Zauner heiraten. Ja, ich bin so glücklich. Na, das Glück wird dir bald vergehen. Nie, Vater. Du hast einen feinen Bräutigam. Ja, vornehm ist er. Und ein gutes Herz hat er auch. Und so ein großes, dem kommt es auf eine Braut mehr oder weniger gar nicht an. Aber das ist doch ein Missverständnis, so lass es dir doch erklären. Von lauter Musik versteht man sein eigenes Wort nicht. Hauptsache wir verstehen. Frau Lehrerin! Ja, was ist denn, Kinder? Bitte schön, das hat uns der Herr Offizier für Sie gegeben. Jö, ich danke euch schön. Was? Heute Abend beim Bachmeier zum Kaiserwalzer? Ja, wann hat er euch denn den Brief gegeben? Wie wir beim Käse waren. Ach. Ich wollte Ihnen den Zettel gleich geben, aber Sie waren schon fort. Ja, war er denn dort? Ja, in Uniform. Na, ich danke euch schön, Kinder. Grüß euch. Grüß Gott. Es bleibt nichts anderes übrig. Kaiserliche Hoheit müssen abdampfen. So, das ist Ihre ganze Weisheit. Und das arme Mädel? Versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. Ich erkühne mich nicht, mich in diesen allerhöchsten Ballerwatsch hineinzudenken. Die Idee mit dem Pseudonym Zauner ist ja nicht von mir. Ein schönes Pseudonym. Wenn ich gewusst hätte, dass Ihnen Ihre ungeordneten Verhältnisse bis nach Ischl nachreisen, hätte ich mir die Sache überlegt. Kaiserliche Hoheit, ich erlaube mir untertänig einzustreuen, die Geschichte mit der Lehrerin ist auch nicht ohne. Wenn Kaiserliche Hoheit bleiben, fliegt doch alles auf. Es können doch nicht zwei Leutnant Zauner beim Bachmeier tanzen. Stimmt. Das haben Sie ausnahmsweise einmal ganz richtig erfasst. Und deshalb gehen Sie auch in den grünen Baum und halten dort Ihre temperamentvolle Anne fest. Sie darf um keinen Preis das Hotel verlassen und Skandal machen. Kaiserliche Hoheit, wollen sich meinen werten Namen eine weitere Nacht bis zum Morgengrauen ausleihen? Natürlich, so wie Sie in Wien meinen Wagen. Revanche! Zu Befehl. Hat er mir geschenkt zur Verlobung. Du schön. Ich freue mich so für dich, Mitzi. Wer ist das denn? Ein Geheimnis. Ja, aber warum denn? Er ist Offizier, ein Wiener. Und die Leute sollen es erst erfahren, bis der Vater weiß, wie viel Geld er ausspucken muss für die Kaution. Aber mir kannst du es doch sagen, wo wir so gute Freundinnen sind. Aber nicht Tratsch, nein. Leutnant Zauner. Leutnant Zauner, was da staunen, Fräulein Pichler. Bei uns wird es bald eine Hochzeit geben. Hasi. Was ist los? Luise, fehlt da was? Nein, Mitzerlise. Ist schon wieder gut. Lina, ein Glas Wasser, schnell. Du sollst jetzt wirklich ausspannen und nicht doch in den Ferien mit den Kindern auf den Bergen herumkraxeln. Sag, weißt du eigentlich, wen du heiraten willst? Natürlich, den reizendsten Menschen der Welt. Das hat schon manche andere vor dir entdeckt.
Ach, du meinst wegen seiner Vergangenheit. Ich bitte dich, die kleine Tänzerin habe ich ihn längst verziehen. Seine Tänzerin? Die soll unsere Zukunft nicht stören. Wir werden uns ein Häuschen bauen, irgendwo draußen vor der Stadt. Vielleicht am Weg zur Schoberwiese. Du, das wird deine Hochzeit. Du musst unbedingt mit deiner Klasse kommen. Ja. Ja, Mitzel. Komm. Luise. Und das ist für die Zuckerbäckerin. Und das ist für die Lehrerin. Du Schuft, du. Lässt du mich jetzt raus, ja oder nein? Nein, Befehl ist Befehl. Also nein. Daneben, weiter links. Noch immer nicht genug. Warum? Scherben bringen Glück. Pardon. Darf ich an dieser zärtlichen Konversation teilnehmen? Helfen Sie mir doch, ich will mich hier nicht rauslassen. Ja, das kann ich verstehen. Gemisch dich doch nicht ein. Werd mich hüten, nur als Parlamentär. Schlag vor, Friedensverhandlungen auf internationaler Basis bei französischem Champagner. Champagner? Da überließ sie sich reden. Na, voilà. Meine Idee war das, bitteschön, wie ich den Fixkrawall da gehört habe. Weil Shampoos das beruhigt. So, also, die Friedensverhandlungen sind's eingeleitet. Na, ist das gut? Ja, das ist gut. Und ob das gut ist? Luise, ich suche Sie schon überall. Mich? Verwechseln Sie mich nicht mit Fräulein Bachmeier? Fräulein Bachmeier? Ja, ich gratuliere zur Verlobung, Herr Leutnant. Ach so. Ich bin ja gar nicht verloren. Die Mizi lügt nicht, sie hat mir doch den Ring gezeigt. Den Ring hat ihr vielleicht ein anderer gegeben. Ich kenne Fräulein Bachmeier gar nicht. So. Soll ich das Ihnen beweisen? Schauen Sie, wenn ich jetzt zu diesem Fräulein Bachmeier hingehe und ich wäre derjenige, der den Ring gegeben hat, müsste sie mich doch kennen oder mir vielleicht sogar an den Hals fallen. Ja. Das sehen Sie. Und wenn sie es nicht tut, weil sie mich gar nicht kennt, was dann? Ja, dann... Dann kann es nur ein anderer gewesen sein. Hm? Grüß Sie, der gute Hauptmann. Ah, bitte? Ja, habe ich gesagt. So, muss ich alles zweimal sagen? Ja, ich hab Sie nicht verstanden. Ja, das war schlimm. Naja, Berlinerisch ist schwer. Ja, aber Wienerisch noch mehr. Ja, Wienerisch ist schwer. Doch Berlinerisch noch mehr. Denn Marie heißt Pinke Pinke. Und ein Zucker. Lutschbonbon. Dann heißt sie ja was. Winke Winke und entschuldigen schon. Pardon. Und die Sauce? Ja, das ist der Tunke. Bitte sehr. Ja, Berlinerisch ist schwer, aber Wienerisch noch mehr. Denn ein Flascherl ist eine Pulle. Und ein Knödel ist ein Kloß. Und ein Hausbrot ist eine Stulle. Das ist Reiwand. Heißt ganz groß. Schalemole ist ein Gespritzter. Bitte sehr. Ja, Wienerisch ist schwer, doch Berlinerisch noch mehr. Die Zibeben, das sind Rosinen. Hören's mal zu. Heißt, pass mal auf. Pomeranschen. Na, Apelsinen. Sag immer's an. Heißt feste drauf. Küss die Hand. Heißt guten Tag. Bitte sehr. Berlinerisch ist schwer, aber Wienerisch noch mehr. Und 10 Pfennig. Das ist ein Groschen. Das ist Fisch. Heißt etwas Forsch. Und die Klappe ist die Goschen. Und der Eue, der heißt Schorsch. Tra die Hand. Heißt sie nach Hause. Bitte sehr. Ja, Berlinerisch ist schwer, aber Wienerisch noch mehr. So, jetzt weg mal die kleine Puppe besuchen gehen. Ach, Herr Hauptmann. Ach, grüß dich, gut. Kaiserjäger außer Gefecht. Prost. Die Dosis hat er nicht vertragen. Als Tierarzt werde ich dich jetzt behandeln müssen. Nein, bitte lieber sterben. Für mich ist er schon gestorben. Also komm, ich kann keine Schlamperei vertragen. Weg mit dem Kadaver. Ferry, mein letzter Wille. Meine Witwe Annie darf mit keinem Menschen zusammenkommen, außer mit dich oder mit mir. Was? Außer mit mich oder mit dir. Gut. Allerhöchster Befehl von oben. Bitte, ich ernenne dich hiermit zu meinem Nachfolger. Nachfolger von oben. Also, Kimme, Ehrensache. Nicht vergessen. Anni, süße, liebste Anni. Endlich lege ich Ihnen zu Füßen. So, und jetzt auf zum Bachmeier. Sag mal, was ist denn? Ich hab geglaubt, du hast einen sitzen. Aber im Gegenteil. Ich bin doch nicht dumm genug, dass ich hier bis zum Morgengrauen den Wächter spiele. Erzählen Sie, meine Herren, was war denn da für ein Krach? Bin gerade im Begriff, das entzückende Fräulein Anni abzuholen. Ja, da darf man da rein ins Quartier. Aber natürlich darf man rein. Nur sie darf nicht raus. Also,
Servus. Kommen Sie da, Servus. Hauptmann Kraule. Oberdirals Gralitschek. Ah, bist du selbst dran schuld, mein Junge. Haben Sie etwas Süßes für eine junge Dame? Vielleicht ein Lebzeitenherz. Das tut mir schrecklich leid, aber ich habe keines mehr mit Aufschrift. Vielleicht sucht sich die Dame selbst etwas aus. Ist nicht mehr nötig. Ich glaube, sie hat schon gefunden, was sie sucht. Herr Leutnant! Kaiserliche Hoheit? Sollten Sie nicht im grünen Baum auf ein gewisses Früchtchen aufpassen? Meine Gehorsamst, Oberleutnant Graf Benoni und Oberdias Kralitschek haben im grünen Baum den Dienst übernommen. Gauner. Zauner. Gauner. Zu Befehl. Und das Früchtchen? Ich glaube, die ist bald reif. Wird zur Zeit von Preußen umzingelt. Machen wir doch Mulatschak, Mulatschak, Mulatschak. Schmeißen wir die Gläser an die Wand. Drei. Heute ist doch Feiertag, Feiertag, Feiertag. Das wird doch ein großes Durcheinand. Zwei. Was, das sind noch Gläser? Und die sind noch ganz? Fahrt damit und das mit Eleganz. Drei. Machen wir doch Mulatschak, Mulatschak, Mulatschak. Denk daran zurück, Scherbe bringe Glück. Von Budapest bis Varestin, joi, 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 das sind schon alle Glaseln hin, joi, joi, joi. Ihr wisst nicht, wie ich traurig bin, joi, joi, joi. Das allerletzte Glas schmeiß ich hin. Machen wir doch Mulatschak, Mulatschak, Mulatschak. Schmeißen wir die Gläser an die Wand. Drei, drei, vier. Heute ist doch Feiertag, Feiertag, Feiertag. Großes Durcheinand. Zwei, drei, vier. Was, das sind noch Gläser? Und die sind noch ganz. Fort damit, das mit Eleganz. Zwei, drei, vier. Machen wir doch Mulatschak, Mulatschak, Mulatschak. Denk daran zurück, Scherben bringen Glück. Meine Gnese, ich möchte Ihnen ja gern einen Vorschlag unterbreiten. Kommen Sie auch mit nach Berlin, ja? Ich würde Ihnen da ein ganz gemütliches Appartement einrichten, ja? Da können wir jeden Tag Ringelpiez machen und zum Mulatschlag. Da habt ihr euch aber getäuscht, meine Herren. Wie? Das war heute der Abschied vom lockeren Lebenswandel. Ab morgen werde ich vornehmen. Mit einer Solotänzerin des K&K Hofhop und Balletts geht man nicht mehr so um. Nur aber mal langsam, Puppe. Solotänzerin? Ja, hat mir jetzt Herzog Ludwig persönlichst versprochen. Ach nee. Das ist der schönste Kaisergeburtstag, den ich je gefeiert habe. Mit dem schönsten Walzer von Strauss. Seine Musik sagt alles, was man selbst sagen möchte. Und man weiß alles, ohne dass man ein Wort redet. Kennst du den Herrn, der mit der Luise tanzt? Nur flüchtig. Ein sehr sympathischer Mensch. Ich würde ihn ihr gönnen. Um Gottes Willen. Oh, was hast du denn? Verzeihung, gestolpert. Jetzt ist alles wieder gut, ja? Ich schäme mich ja so. Tja, warum denn? Weil ich kein Vertrauen hatte. Lass nur, ich werde den Kerl schon ausfindig machen, der mich mit Fräulein Bachmeier verlobt hat. Das alles ist doch nicht mehr wichtig. Wichtig ist nur... Was denn? Muss man das bei diesem Walz erst aussprechen? Morgen früh musst du wieder nach Wien. Allerhöchster Dienst. Aber du wirst mir schreiben, ja? Tja, wenn du mir versprichst, immer daran zu glauben, dass ich dich sehr lieb habe. Du. Was auch geschieht. Was soll denn jetzt noch geschehen? Ich kann
kann nur hoffen, dass es dem Einfluss Eurer Majestät gelingt, seine Hoheit, den Erzherzog, von seiner Weigerung abzubringen. Prinzessin Pia Monika von Sachsen trifft in 2 Tagen mit ihren Eltern in Wien ein. Und es ist der ausdrückliche Wunsch seiner Majestät, durch eine Verbindung des Kaiserhauses mit dem königlichen Hause von Sachsen, die Beziehungen der beiden Staaten enger zu gestalten. Aber seine Hoheit, der Erzherzog, weigert sich kategorisch, die Prinzessin auch nur zu empfangen. Haben Sie schon mit dem Kaiser darüber gesprochen? Eben nicht. Ich hoffe, dass es keines Befehles bedarf, sondern dass der Wunsch Eurer Majestät genügt. Dabei scheint mir Ludwig in letzter Zeit ganz verändert. Man hört keine Skandale von ihm, keine Affären, er benimmt sich geradezu musterhaft. Gerade das scheint mir gefährlich, Majestät. Wenn ein Mann sich plötzlich musterhaft benimmt, steckt immer etwas Ernstes dahinter. Sie scheinen ja aus Erfahrung zu sprechen, Fürst Hohenlohe. Majestät. Ich werde Ludwig veranlassen, unseren hohen Gästen gegenüber die selbstverständliche Ritterlichkeit eines Gastgebers zu zeigen. Majestät haben mir eine große Last vom Herzen genommen. Es scheint schon mein Schicksal zu sein, immer große Lasten von anderen Herzen zu nehmen und sie selber zu tragen. Majestät haben sich immer als großes Vorbild erwiesen. Ach ja, Vorbild. Immer nur Vorbild. Ich kann verstehen, dass Ludwig noch nicht so weit ist, immer nur sein eigenes Denkmal zu sein. Ich kann verstehen, dass er einmal nur Mensch sein will. Ganz einfach Mensch. Wie die vielen, denen wir als Vorbild dienen. Sind Sie mir böse? Nein, Luise. Vielleicht ein bisschen traurig, weil ich mir alles sehr schön vorgestellt habe. Aber Liebe lässt sich eben nicht erzwingen. Rudolf. Oh. Das ist das erste Mal, dass Sie mich beim Vornamen genannt haben. Und sehen Sie, das macht mich trotz allem sehr glücklich. Ich... Nicht sagen. Bitte nicht. Wir wollen... Sagen Sie jetzt nur nicht, dass wir gute Freunde bleiben wollen. Wir können ja gar nicht anders. Bitte, Frau Rieger, kommen Sie noch weiter. Na, wo fehlt's denn? Klappt's wieder einmal mit der Pacht nicht? Hotel war doch sehr gut besucht, solange der Hof da war. Ja, ja, mit der Pacht ist alles in Ordnung. Ja. Aber wenn ich weitersprechen soll, Herr Bachmeier, dann müssen Sie sich niedersetzen und fest anhalten. Na, ich bin ein starker Mann. Mich reißt nicht so leicht um. Na, Sie nicht, aber vielleicht mich. Na, dann nehmen Sie Platz. Danke. Es wird mir nämlich nicht leicht. Ich bin gekommen. Ich will die Wiese verkaufen. Sie wissen ja, die Wiese, die neben der Mühle liegt. Na, wieso auf einmal? Vor einem halben Jahr, wie ich sie abkaufen wollte, haben sie sich doch mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, obwohl ich ihnen doch damals also ein Vermögen geboten habe. Ich glaube, 8.000, nicht? Na ja, das war eben vor einem halben Jahr. Inzwischen ist aber viel Wasser die Traun hinuntergeflossen. Ah, und vielleicht in die Wiese hinein. Und die wird jetzt Grundwasser haben. Und wird bald eine saure Wiesen sein. Ich brauche keine sauren Wiesen. Wozu braucht ein Kaiser und königlicher Hoflieferant überhaupt Wiesen? Ja, aber Sie wollten doch vergrößern. Na ja. Und die Wiese ist doch die größte und die schönste in der ganzen Gegend. Na ja. Wozu wollen Sie es denn verkaufen? Ich brauche Geld. Was? Nicht für mich. Sie werden bald wissen, für wen. Sehen Sie, wo ist denn die Tante hingegangen? Ich weiß nicht. Sie hat ihr schönstes Kleid angezogen und ist fortgegangen. Aber gesagt hat's nichts. Was glaubst du, wo ich gewesen bin? In der Kirche vielleicht? Das auch, um zu beten, damit alles gut ausgeht. Und es ist gut ausgegangen. Ja, was denn? Ich war beim Bachmeier und hab die Wiesen verkauft. Morgen kann ich mir das Geld holen. Was, du hast die Wiesen verkauft, wo du so an ihr hängst? Ja, aber wozu denn? Für dich, Luisel. Für mich? Oh, glaubst du denn, ich bin blind? Oh nein, ich hab sehr gute Augen für alles, was dich angeht. Und da habe ich bemerkt, dass du in der letzten Zeit so verändert bist. Sitzt still in einer Ecke, sinnierst. Mit einem Wort, ich weiß, was mit dir los ist. Aber nein, Tante, gar nichts ist mit mir los. Aber Luisel, glaubst du denn, ich war nicht auch einmal jung? Wenn ich auch jetzt eine alte Frau bin, so kann ich mir doch denken, was da dahinter steckt. Ein Mann. Habe ich nicht recht? Ja oder nein? Ja. Na siehst. Und du denkst ans Heiraten. Na, und zum Heiraten braucht man Geld. Habe ich heute die Wiesen verkauft. Tante, das ist so. Jetzt kannst du dir einen schönen Hausstand einrichten mit dem Resinger und brauchst nicht warten, bis er Oberlehrer ist. Ja, aber Tante, der Resinger ist es doch gar nicht.
Da auf der Wiese könnt ihr euch dann ein Haus bauen, du und dein Leutnant. Da bleibt immer noch genug Platz übrig, wenn was nachkommt, um auf ihr zu spielen. Vater, du bist ja so gut. Na, für wen plage ich mich mein ganzes Leben? Für mein Hase. Also, ein Leutnant. Wie heißt er denn? Zauner? Mhm. Luisl. Hat auch dir die Montur den Kopf verdreht. Aber Tante, das ist keiner, der von einer zur anderen fliegt. Wirklich. Er ist ein so braver Mensch. Und ja, wir haben uns halt gern. Ja, warum hat er denn nicht mit mir gesprochen? Ja, weißt, Tante, ich glaube, er macht sich Sorgen. Das kann ich mir denken. Ein Leutnant, der heiraten will, der zerbricht sich den Kopf wegen der Kaution. Die Kaution beträgt 10.000 Gulden. Was, 10.000 Gulden? Ja, aber die werde ich doch nie haben. Ja, 6.000 werde ich ja für die Wiese bekommen. Und das ist etwas mehr wie die Hälfte. Aber ich kann doch keinen halben Leutnant heiraten. Aber die Hälfte kann die Kaution herabgesetzt werden durch allerhöchsten Erlass. Ach, du meinst der Kaiser? Natürlich, du. Wenn ich nach Wien fahre und mich ihm zu Füßen werfe, na, er hat doch die Ischler so gern. Na, da kann er doch gar nicht Nein sagen. Ich fahre gleich morgen. Nein, Tante. Warum? Bitte lass mich fahren. Ja, aber zur Kaiserin. Sie hat mir doch gesagt, ich soll zu ihr kommen, wenn ich etwas auf dem Herzen habe. Der Kaiser! Seit die Welt besteht, bringen Frauen die Dinge des Herzens am besten in Ordnung. Da musst du aber den Leutnant schreiben. Nein, das soll eine Überraschung werden. Ich schreibe ihm nur, dass ich ihn in Wien besuche. Also schön, wenn es der Wunsch der Kaiserin ist. Ich werde die Prinzessin mit ihrer hohen Begleitung von der Bahn abholen und nachher auch an der Festvorstellung der Oper teilnehmen. Damit wäre aber der Ritterlichkeit Genüge getan. Zu mehr kann ich mich nicht verpflichten. Ich bin überzeugt, kaiserliche Hoheit werden sich nicht nur der politischen Notwendigkeit beugen, sondern beglückt sein, wenn Hoheit die Prinzessin erst einmal gesehen haben. Beglückt? Fürst Hohenlohe, wissen Sie, was Glück ist? Viere, fünfe, sechse. Sehr viel Geld für einen Lehrer. Im Vertrauen gesagt, Herr Bachmeier, ich habe mich geirrt. Es ist gar nicht der Lehrer. So, na, was ist er denn? Ein Leutnant. Was? Und das Geld brauche ich für die Kaution. Auch ein Leutnant ist ja die reinste Epidemie ausgebrochen, aber dafür reicht's ja gar nicht. Oh ja, wenn der Kaiser oder die Kaiserin es erlaubt, dann... Ich brauche keinen Kaiser und keine Kaiserin. Ich hinterlege die Kaution und mein Hasi, die kann ihren Leutnant haben. Auch einen Leutnant, das Fräulein Mizzi. Ach sowas. Dann darf man erfahren, wer der Glückliche ist. Ja, aber tratsch es nicht umeinander, ja? Ich meine, sonst verscheint es noch. Leutnant Zauner. Zauner? Ja, hey, Zauner vom Leopold. Um Gottes Willen. Na, was ist, haben Sie was dagegen, dass mein Hasi auch einen Leutnant heiratet? Auch einen? Aber das ist doch dasselbe. Das ist doch der Zauner, wegen dem die Luise nach Wien zur Kaiserin gefahren ist. Was sagen Sie da? Ich wäre gewusst, der Kerl ist ein Betrüger. Ein Gauner, ein Hochstapler. Ein Heiratsschwindler. Ja, was machen wir denn da? Was wir da machen? Mein Hasi steckt ins Kloster und aus dem Zauner mache ich ein Gulasch. Sie müssen lernen, mir möglichst viel Arbeit abzunehmen. Ich glaube, in diesem besonderen Falle wäre das kaiserliche Hoheit bestimmt nicht recht gewesen. Ein Brief aus Ischl? Ja, an uns. Das heißt von ihr an mich für kaiserliche Hoheit. Sagen Sie, sie kommt nach Wien. Ja, das Übliche. Dame wird prompt erledigt. Sind Sie wahnsinnig? Ja, aber kaiserliche Hoheit können in Wien doch nicht selbst... Warum nicht? Eben. Zu Befehl, warum nicht? Ich kann es nicht glauben. Er ist kein Betrüger. Also pass auf, Hasi. Mir ist der Kerl gleich verdächtig vorgekommen. Ein Zuckerbäcker, der zum Militär geht, da stimmt was nicht. Aber er war doch so lieb, ehrlich und fleißig. Ja, beim Tortenessen. Er ist bestimmt unschuldig. Ich fahre selbst nach Wien. Du bleibst im Geschäft, ich fahre nach Wien. Ich werde mit dem Verlobungsschwindel schon fertig werden. Schluss, fertig, aus, erledigt, Winnie. Ja, Anissa, lass dir doch erklären. Ich bin immer unschuldig. Ach. Na bitte, meine Mama war schuld daran, dass ich zum Militär gekommen bin. Mein Pferd hat mich zum Leutnant gemacht. Und weil dein Hund mir damals die Hose zerrissen hat, habe ich mich mit dir verlobt. Als Tierfreund. Und jetzt in Ischl, nur wegen der Pistazienkreise. Du brauchst mir gar nichts mehr erklären, es interessiert mich ja gar nicht mehr. So einen Pistazienleutnant wie dich kann ich in meiner Karriere ja sowieso nicht mehr brauchen. Verkehre ja jetzt in den allerhöchsten Kreisen. Gratuliere. Wir können natürlich immer gute Freunde bleiben. Aber falls du mich mit einem Erzherzog treffen solltest, grüßen kann ich dich dann nicht. Na, das schmerzt. Übrigens, du hast ja nichts dagegen, wenn ich noch einmal in deine Wohnung komme. Hm? Um mir meine Briefe abzuholen. Ach so. Natürlich in Begleitung. Natürlich, du warst ja noch nie ohne Begleitung. Ach. Sie müssen ja gar nicht mitfahren, Frau Regler. Der Herr Bachmeier und ich, wir werden mit dem Kerl schon fertig werden. Wenn ich nur wüsste, wo der Zauner wohnt. Der Bachmeier hat doch seine Adresse, weil er jeden Tag geschrieben hat. Wenn die Luise nur noch nicht zur Kaiserin gegangen ist. Mein liebes Fräulein Pichler, kommen Sie doch ein bisschen näher.
Majestät sind zu gütig. Vergessen Sie doch einmal, dass ich die Kaiserin bin. Und sehen Sie in mir nur eine Frau, die Ihnen helfen möchte. Danke, Majestät. Also, wie heißt er und wo stimmt's nicht? Ja, woher wissen, Majestät? Warum fahrt denn sonst eine junge Lehrerin gerade zu Beginn des Schuljahrs von Ischl nach Wien? Also, wer ist er? Er ist Offizier, Majestät, im Tiroler Kaiserjägerregiment. Na ja, da wird's ja nicht so schwer sein zu helfen. Wie heißt er denn? Leutnant Zauner. Und ihr habt euch lieb? Ich glaube. Ja, sowas glaubt man nicht, sowas weiß man. Ja, ich weiß es ja, Majestät. Und ihr seid euch einig? Ja. Also vom Heiraten, da hat er noch nicht gesprochen. Ach, aber ich kann mir den Grund denken. Es ist wegen der Kaution. Die Hälfte, die hätte ich schon so, von der Tante. Na ja, da werden wir halt schauen, wo wir die andere Hälfte herbekommen. Oh, ich bin Euer Majestät ja so dankbar. Ich bin Ihnen dankbar für eine glückliche Stunde in Ischl. Schön, dass Sie gleich zu mir gekommen sind. Haben Sie keine Angst. Ich werde meine Sache schon gut machen. Heute Nachmittag haben Sie keine Sorgen mehr. Ich werde mir den Zauner gleich kommen lassen. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ist Herr Leutnant Zauner zu Hause? Also bitte, keine Höflichkeitsformalitäten. Wo ist er? Ja, der ist weggegangen. Macht nix, werden wir warten. Ja, aber es ist schon jemand drinnen. So, jetzt nehme ich alles mit, was mir gehört. Wo hat der nur meine Briefe versteckt? Ach, da sind sie ja. April? Mai? Jun? Ja, die sind gar nicht von mir. So eine Frechheit. Ah, und wo ist der Juli? Da warst du schon aus. Fürchterliche Klaue, Junge. Und mein Bild hat er auch noch da, dieser Schuft. Na, da schau her. Heute Bekannte aus Ischl. Grüß Gott. Guten Tag. Verzeihen Sie, dass wir hier so eindringen. Wir wollten eigentlich Herrn Leutnant. Darf ich Sie vielleicht bekannt machen? Das ist die frühere Braut des Bräutigams meiner Tochter. Und das ist der jetzige Bräutigam, der Braut des Bräutigams meiner Tochter. Und Sie scheinen der zukünftige Bräutigam der früheren Braut, des jetzigen zukünftigen meiner Tochter zu sein. Nun machen Sie mal halblang, Männchen, ja? Da findet sich ja kein Ass mehr zurecht. Na ja, eben deswegen sind wir ja da, die feinen Familienangelegenheiten des Herrn Zauner in Ordnung zu bringen. Diesen Herrn Zauner, den werden wir zerzaunen. Euer Majestät, Leutnant Karl Zauner vom Tiroler Kaiserjägerregiment meldet sich gehorsamst. Können Sie sich denken, warum Sie hier sind, Leutnant Zauner? Eigentlich nicht, Majestät. Ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Es war ein sehr hübsches, junges Mädchen bei mir. Aus Ischl. Sie hat mir gestanden, dass ihr heiraten wollt. Und ich will euch dazu verhelfen. Alleruntertänigsten Dank, Majestät. Bitte, wer war denn da? Leutnant Zauner. Das fragen Sie mich? Verzeihung, Majestät. Ich bin völlig verwirrt vor lauter Glück. Ich kann mir nämlich gar nicht vorstellen, dass die Weckhahn von Ischl, die hat doch so viel zu tun dort mit der Pistaziencreme und Schokoladetorten und Schlagobers und überhaupt. Von wem sprechen Sie eigentlich, Leutnant Zauner? Von der Bachmeier mit sich, Majestät. Ja, haben Sie am Ende zwei Bräute? Nicht direkt, Majestät. Heraus mit der Sprache. Verzeihung, Majestät, bitte, aber ich darf nicht, ich kann nicht. Jetzt will ich aber wissen, was in Ischl los war. Luise, mein Liebes. Du, ich bin ja so froh. Jetzt, wo du so vor mir stehst, weiß ich erst, wie sehr du mir gefehlt hast. Am liebsten würde ich dich immer so halten und nie mehr fortlassen. Das sollst du auch nicht. Komm. Du... Ja, aber du freust dich ja gar nicht. Doch, doch, ich freue mich. Ja? Es ist halt alles so schwer. Ach, lass nur. Bald wird alles ganz einfach sein. Ich weiß, was dich bedrückt. Ich weiß alles. Alles? Dass du dir Sorgen machst wegen der Kaution und ach, du hättest mir doch ruhig alles sagen können. Das ist die volle Wahrheit, Majestät. Das ist ja eine schöne Geschichte. Mit Verlaub, eine männliche Kriegslist. Ja, aber die Kriegskosten müssen immer die Frauen bezahlen. Ja, begreifen Sie denn nicht, was ihr dem armen Mädchen angetan habt? Soll ich seiner kaiserlichen Hoheit von nicht meiner... Nicht ein Wort. Ihr habt schon genug angerichtet. Das können jetzt nur noch wir Frauen in Ordnung bringen. Jawohl.
Leutnant Zauner, Sie geben mir Ihr Offiziersehrenwort, von dem, was hier gesprochen wurde, keinen Ton verlauten zu lassen. Zu niemandem, verstanden? Zu Befehl, Euer Majestät. Sehe ich dich nachmittags wenigstens auf eine Stunde? Heute Nachmittag habe ich etwas ganz Besonderes vor. Was Besonderes? Mhm. Was denn? Geheimnis. Geheimnis? Von mir? Du musst dich noch bis zum Abend gedulden, aber dann wollen wir alle Sorgen vergessen und nur noch glücklich sein. Also gut, dann treffen wir uns beim Dommeier. Gern. Ich lasse eine Loge reservieren. Mhm. Aber ich weiß nicht, wann ich kommen kann. Es kann auch spät am Abend werden. Dienst. Ich warte auf dich. Ich komme, sobald ich kann. Du brauchst dich nicht ein. Es ist schön, auf jemanden zu warten, den man lieb hat. Schönen guten Tag, Schwiegerpapi. Herr Schwindler. Aber schaut euch um, ich bringe den Kerl um. Papi. Lassen Sie, Herr Bachmeier. Herr Leutnant, Sie haben uns jetzt lange genug an der Nase herumgeführt. Wenn Sie schon so unanständig waren, unter harmlosen und ehrlichen Leuten eine solche Verwirrung zu stiften, dann haben Sie bitte jetzt auch den Mut, die Sache zu beendigen, bevor ein Unglück geschieht. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mir sagen, wo die Luise ist. Sie ist in Wien, aber ich versichere Ihnen, ich habe an der Luise nicht das geringste Interesse. Aber an der Kaution, was? Aber doch nicht an der Kaution von der Luise, sondern von der Mietze. Oder an beiden Kautionen, Herr Leutnant Zauner. Aber Papi... Moment mal, meine Herren, ich möchte mich da als Ausländer nie in Ihre Angelegenheit mischen. Aber wenn Sie annehmen, dass das der Zauner ist, das ist er nämlich gar nicht. Aber natürlich ist das der Zauner, na, ich muss ihn doch kennen. Na, jetzt bin ich ganz durcheinander. Also der Zauner, den ich kenne, das ist er nicht. Da muss noch einen anderen Zauner geben. Na sehen Sie, da hat sich eben einer für mich ausgegeben. Naja, nur langt's mal aber. Meine Herren, wenn Sie langsam festgestellt haben, wer ist der, schreiben Sie mal bitte eine Postkarte. Und wo ist die Luise? Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Ich muss sie finden. Und ich werde sie finden. Luise, Sie müssen jetzt stark sein. Für sich und für ihn. Warum hat er mir das angetan? Ich habe so fest geglaubt, er liebt mich wirklich. Weil er sie wirklich liebt, hat er es nicht über sich gebracht, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich kann das noch alles gar nicht glauben. Es ist so schwer. Das weiß ich. Aber wenn man jemanden wirklich lieb hat, dann muss man doch alles tun, damit er glücklich wird. Oder wenigstens nicht ganz unglücklich. Und das würde Ludwig bestimmt, wenn er sich gegen das Hausgesetz stellt. Überlegen Sie doch. Selbst wenn er auf alles verzichtet, was ich nicht hoffen will, so kann er doch niemals ablegen, was er ist. Aus unserer Welt wäre er ausgestoßen. Und in einer anderen würde er nie zu Hause sein. Glauben Sie mir, er würde zugrunde gehen. Das wäre doch das Schlimmste für Sie. Verstehen Sie das? Ja. Gut, dann werde ich Ludwig kommen lassen und ihm alles sagen. Nein, ich bitte, Eure Majestät, alleruntertänigst, lassen Sie mich mit ihm sprechen. Das soll nur uns beide. Oh, Verzeihung, Majestät. Wissen Sie, was Sie da auf sich nehmen? Ja. Aber ich will ihn noch einmal sprechen. Und ihn ein letztes Mal sehen. Gut, mein Kind. Aber werden Sie dann noch Ihr Wort halten können? Majestät können sich auf mich verlassen. Obwohl ich weiß, dass ich alles verliere, was mir das Leben lebenswert gemacht hat. Ich glaube, der Ludwig auch, Luise. Thank you.
hat sie es wirklich erreicht, die Annie. Hätte ich gar nicht geglaubt, dass man in Österreich was erreichen kann? Nur mit Talent, ganz ohne Protektion. Ganz ohne, da möchte ich nicht so drauf schwören. Na, Hauptsache ist, wir haben endlich eine prima, prima Ballerina. Aber nicht mehr lange. Wieso ferne? Aber bei uns kann eine prima Ballerina bleiben bis ins höchste Greisenalter. Meine Herren, die werte Künstlerin wird in der nächsten Saison an der königlich-preußischen Oper in Berlin tanzen. Zwar durch meine Protektion. Gut. Kaiserwalzer. Er hat unser ganzes Leben verändert. Als ich ihn zum ersten Mal mit den Kindern sang, da... Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Und als wir ihn dann beim Bachmeier zum ersten Mal tanzten... Da haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Und heute, Luise... Heute bin ich bei dir. Bitte, Majestät, nicht weiter zu sprechen. Es liegt an mir, die Konsequenzen zu ziehen. Der Kaiser ist empört über dein gestriges Benehmen. Es war ein Affront gegen unsere hohen Gäste. Ich glaube kaum, dass Prinzessin Pia Monika bereit wäre, sich mit einem Bürgerlichen zu vermählen. Mit einem Bürgerlichen? Was soll das heißen? Seit gestern habe ich kein Recht mehr, mich als dem Kaiserhause zugehörig zu betrachten. Aber... Ich werde Luise heiraten. Ludwig, habt ihr euch denn nicht ausgesprochen? Ich will erst mit dem Kaiser sprechen. Mit dem Kaiser? Ja, denn schließlich muss er doch erfahren, dass ich auf alle Titel, auf Rang und Namen, auf jeden Erbanspruch verzichte. Ich werde meine Güter verkaufen und ins Ausland gehen. Ludwig, du hast eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung kann man nicht einfach wegwerfen. Wir alle helfen dem Kaiser die Krone tragen. Willst du vor dieser Verpflichtung davonlaufen, desertieren? Es gibt eine Verpflichtung, die größer ist. Die von Mensch zu Mensch. Dürfen wir Mensch sein, wenn die Menschen uns über sich gestellt haben? Man kann zu ihnen hinuntersteigen. Hinunter? Das wird uns nie vergeben. Elisabeth, gerade du hast oft so groß von der Liebe gesprochen. Kannst du mich denn nicht verstehen? Ich kann dich sehr gut verstehen, aber ich kann dir nicht recht geben. Ludwig, auch ich habe mein Lebensglück der Pflicht geopfert. Und diese Pflicht gebietet mir, mein Schicksal zu tragen. Majestät, es geht nicht mehr um mein Lebensglück allein. Ich kann der Pflicht das Glück eines anderen Menschen nicht opfern. Vergib mir, Elisabeth. Veranlassen Sie, dass Erzherzog Ludwig heute keinesfalls vom Kaiser empfangen wird. Ja, da ist sie schon, da ist sie schon. Bichler Luise, Lehrerin aus Ischl. Ja, das ist sie.
Also, die wohnt jetzt in Lichtental. Goldene Ganzmarktgasse 214. Goldene Ganzmarktgasse 214. Luise, du willst wegfahren? Ja, ich muss nach Ischl zurück. Tja, ich möchte, dass du hier bleibst. Für immer. Verstehst du? Als deine Frau, Herr Leutnant? Nein, nicht als Frau Leutnant, als... Als ihre Geliebte, Hoheit. Du weißt? Natürlich. Vom ersten Augenblick an. Ja, Luise, ich habe dich angelogen. Aber bitte, verzeih mir. Ist längst verziehen. Erst war es vielleicht wirklich nur ein kleines Abenteuer, das ich gesucht habe, aber jetzt ist es mir ernst. Luise, ich bitte dich, meine Frau zu werden. Du willst mich wirklich heiraten? Ja, ich will auf Rang und Namen verzichten, auf alles verzichten, nur auf dich nicht. Woher weißt du denn, ob ich nicht längst auf dich verzichtet habe? Luise, du weißt nicht, was du redest. Ich weiß sehr gut, was ich rede, du. Schau, mein Gott, ich wollte mich halt unterhalten, nicht? Und in Ischl, da ist nie etwas los. Und einem Erzherzog, dem begegnet man nicht alle Tage, ne, wa? Und ich habe ja nicht ahnen können, dass du gleich alles so ernst nimmst. Aber Luise, ich liebe dich doch. Und ich liebe einen anderen. Einen anderen? Den Schullehrer? Vielleicht. Bitte, wohnt hier Fräulein Pichler? Jawohl, Zimmer 27. Kommen Sie, Luise. Wir fahren nach Hause. Nach Hause? Warum sind Sie gekommen? Sie sollen nicht alles allein tragen. Es ist zu schwer für Sie. Die gleiche Melodie, hör doch, Sissi, die Kinder damals an meinem Geburtstag gesungen haben. Aber ich weiß nicht, damals in Ischl hat sie mir besser gefallen. Diese hübsche kleine Lehrerin hat das ganz reizend gemacht. Ja, die hat ihre Sache ausgezeichnet gemacht. Thank you.
dieses Märchen soll ich dir glauben, Ludwig? Majestät, ich weiß nichts von diesem Hofwagen, ich schwöre. Bemühe dich nicht, Ludwig. Ich bin die einzige Frau, der du nichts zu schwören brauchst. Danke, Majestät. Ich glaube dir sowieso nicht. Aber, Majestät, ich weiß selbst nicht, wie von der Polizei mein Wagen um 4 Uhr früh vor dem Dom agnostiziert werden konnte. Tja, leer wird er doch nicht hingefahren sein. Ich war's bestimmt nicht, Majestät. Wenigstens nicht du allein. Es ist mir ein Rätsel. Auch vor dem Kaiser könnte ich nichts anderes sagen. Ach, den Kaiser wollen wir lieber damit nicht behelligen. Der versteht da keinen Spaß. Gott sei Dank macht mir der Polizeipräsident gerne eine Gefälligkeit. Er hat die Meldung zu deinem Glück nicht weitergegeben. Danke, Majestät. Das habe ich nicht deinetwegen getan. Sondern? Dem geheimnisvollen Passagier zu lieben, den du als Kavalier so standhaft verschweigst. Elisabeth, du bist so gütig. Und das nächste Mal, Ludwig, schick den Wagen nach Haus, bevor sich die Polizei einmischt. Majestät? Herr Leutnant, melde Gehorsams, der Herr Leutnant soll seine kaiserliche Hoheit, den Erzherzog Ludwig, im Kammergarten erwarten. Seine Hoheit sind bei Ihrer Majestät. Danke. Leutnant Zauner, eine dienstliche Frage. Kaiserliche Hoheit? Kennen Sie eigentlich das Tanzetablissement Domain? Okay, kaum der Rede wert. So. Merkwürdig. Aber wenn Kaiserliche Hoheit befehlen, kann ich meine diesbezüglichen Kenntnisse diensteifrig erweitern. Ich glaube, Ihre privaten Kenntnisse reichen schon aus. Danke. Ich könnte fast schwören, dass ich nie zum Domherr gehe. Bemühen Sie sich nicht. Ich bin der Einzige, dem Sie nicht zu schwören brauchen. Danke, Kaiserliche Hoheit. Ich glaube Ihnen sowieso nichts. Ja, aber ich gehe wirklich nie zum Domherr. Das weiß ich. Sie fahren, noch dazu in meinem Hofwagen. Kaiserliche Hoheit haben ja seinerzeit gütigerweise genehmigt, falls nächtlicherweise kein ortsübliches Fahrzeug zur Gebote stehen sollte, den allerhöchsten Wagen zu benutzen. Ja, damit man sie allein in ihr Quartier bringt und nicht zu zweit zum Domherr. Soll nie mehr wieder vorkommen. Davon bin ich überzeugt. Wir fahren nämlich mit der kaiserlichen Familie nach Ischl. Oh, das ist aber fad. Was fällt Ihnen ein? Verzeihung, ich meine für die kaiserliche Familie. Ist ja nichts los in Ischl. Bessern Sie sich. Und das nächste Mal schicken Sie den Wagen zurück, bevor ihn die Polizei agnostiziert. Zu Befehl. Es war nämlich ein triftiger Grund. Ballett! Jawohl, aber kaiserlich-königliches Hofopernballett. Mehr Schwung! Nicht so müde! Gehen Sie lieber weniger oft zu Domherr und schlafen Sie sich anständig aus. Anni! Meine Dame, Putz ist ja schließlich kein Dienstgrad in der kaiserlichen Armee, oder? So, es war mir ein Vergnügen. Wir verstehen, Putzi. Es war eine Bestechung. Mhm. Für jedes Zuckerl eine Minute Pause. Für euer Solo Amoroso. Ja, endlich, Putzi. Was ist denn passiert? Etwas Schreckliches. Und mein Haar hätte mich den Kopf gekostet. Wirklich? Auch interessant, erzähl. Der Erzherzog hat mich vorgenommen, weil ihm die Kaiserin eine Rüge erteilt hat. Und weißt du, was an allem schuld war? Nein. Unsere Fahrt mit dem Hofwagen zum Domherr. Ach, fabelhaft. Deine Idee. Hat es dir vielleicht nicht gefallen? Leider, aber wenn ich gewusst hätte, dass das dabei herauskommt, also... Du musst dich jetzt zum Erzherzog? Nein, das habe ich dir erspart. Ach, geh. Das wäre doch das Interessanteste dabei gewesen. Ich weiß nicht, was wisst ihr du immer von dem Erzherzog? Der hat einen riesen Zorn auf dich. Vielleicht ist mir ein Erzherzog mit Zorn eben lieber als ein Leutnant mit Zuckerln. Also ich muss schon bitten. So, die Zuckerln sind weg, los zur Pause. Siehst du, Putzi? Die Pflicht ruft. Ja, du hast gut. Du kannst hier herumhüpfen und ich muss verreisen. So? Ja, mit dem Erzherzog nach Ischl. Nach Ischl, Putzi? Hm? Wo der Kaiser und die Kaiserin hinfahren? Jawohl, auf Reibe der Dienst in der allerhöchsten Suite. Ach, du musst mich mitnehmen. Das fehlt mir noch. Du möchtest doch nur alle Leute verrückt machen. Alle Leute? Nein, höchstens die Männer. Hm. Die Erzherzöge, die Fürsten, die Prinzen, die Grafen, die Barone. Alle müssen sie ein bisschen verrückt werden. Na und ich? Du bist doch schon. Sehr richtig. Du, Anni, ich warne dich. Du musst dich auch hier tadellos benehmen. Der Hof hat schon ein sehr kritisches Auge auf dich. Ja? Also, bitte, benimm dich. Sonst gibt's eine Katastrophe.
glaube ich auch. Aber in Ischl. Ich finde nämlich, die Musik von Strauss ist so schön, dass man danach nicht nur tanzen, sondern auch singen sollte. Ja, aber zum Singen braucht man Worte. Die habe ich eben geschrieben. Und wissen Sie, Fräulein Löse, an wen ich dabei gedacht habe? Ja, an unseren Kaiser. An den auch. Ich wünsche dir immer viel Glück, immer ein Herz voll von Musik. Also wie gute Worte zu der Melodie passen. Finden Sie? Auch bei der Musik kommt man doch ganz von selber in Schwung. Und da sagt man immer, dass leere, verknöcherte Menschen sind. Der beste Beweis dafür, dass das nicht der Fall ist, sind doch Sie, Fräulein Löse. Ja? Frau Lern, wir sind schon alle da. Wir sind schon alle da. Nein, Sie eben noch nicht. Deswegen komme ich ja nachfragen. Oder ist vielleicht die Gesangsstunde ausgefallen? Nein, aber mir ist eben etwas eingefallen. Kommen Sie, Herr Kollege. Gern. Geh eben mal das Fenster auf. Ich höre so gern zu. Jetzt werden die Kinder gleich das Gott erhalte singen. Und dann dauert es nicht mehr lang, dass unser Luisel da ist. Ja, was ist denn? Ja, wo singen denn die heute? Wie merkt mein Herz voll von Musik, dann bist du froh. Von Anfang. Frohe Ferien wünscht Ihnen Ihr Rudolf Resinger. Ich finde das sehr nett vom Herrn Lehrer, dass er dem Fräulein Bichler zum Schulabschluss eine Torte schickt. Der wird schon wissen, warum. Wahrscheinlich, weil er Sie als Kollege sehr schätzt. Deswegen schickt man doch keine Torte. Ich habe ja auch Kollegen, die ich ein wenig schätze. Aber Torten habe ich noch keine.